München-Kassel. In 6 Tagen steigen die ersten Duelle der Relegation um den Aufstieg in die dritte Liga. Der TSV 1860 München trifft auf den 1. FC Saarbrücken, die Löwen müssen im Hinspiel zunächst auswärts antreten. Die beiden anderen Duelle lauten SC Weiche Flensburg gegen Energie Cottbus und KFC Uerdingen gegen Waldhof Mannheim. KSV Hessen-Kassel braucht Niederlage von 1860, ein Team, das zwar nicht an den Aufstiegsspielen beteiligt ist, dessen Schicksal aber unmittelbar mit der Relegation zusammenhängt, ist der KSV Hessen-Kassel. Auch sie werden Löwen genannt, doch die hessischen Vertreter drücken ihren tierischen Kollegen aus München ganz und gar nicht die Daumen. Alle, die es mit dem KSV halten, wollen, dass der TSV 1860 an Saarbrücken scheitert. Trio entscheidet KSV-Schicksal unter sich. Der Grund ist relativ einfach. Für den KSV Hessen-Kassel, der die Saison in der Regionalliga Südwest auf Rang 16 beendete, ist die Spielzeit bereits beendet. Seine Zukunft und seine Ligazugehörigkeit liegt wegen des eigenen schlechten Abschneidens in der Liga nun nicht mehr in den eigenen Händen. Was seine beiden letztjährigen Liga-Kontrahenten Waldhof Mannheim und der 1. FC Saarbrücken, sowie der TSV 1860 damit zu tun haben, erfahren Sie hier auf nerd.de.